Aber der Tempel. Gelehrtengilde des Geistes. Was haben wir hier? Telekinese. Telekinese, Telekinese. Umnachtung wollen wir nicht. Lähmung heilen haben wir, glaube ich, schon. Massenfurcht, nee. Lähmung heilen. Haben wir Lähmung heilen mit dir beim Geist? Ja, haben wir. Okay. Also für die Zukunft merken. Es gibt Geist hier, es gibt Körper hier, es gibt... In so einer Vertiefung war eine Wassergilde. Es gibt Luft hier. Die Magie des Fliegens. Implosion. Gekauft. Funken, Flug, magisches Auge. So, du. Gib ihr ihren neuen Lieblingsspruch. Der macht nämlich 1 bis 10 plus 10. Also andersrum. 10 plus 1 bis 10 pro Fähigkeitspunkt. Das heißt 10 plus 10 bis. Nee, 12 bis 120. Also 20 bis 130 Schaden. Das ist schon mal sehr schick. Meditation, Zing. So, du bewahrst das auf. Du willst unbedingt Körpermeister werden. Hm. Weiß ich ja nicht. Ja doch, ist wichtig für die Heilung. Also bewahr dir das auf. Du hast keine Punkte mehr. Okay. Also wir haben jetzt für Talana einen starken Zauberspruch. Wir haben für Myrim einen starken Zauberspruch. Lei kann auch Kampfzauber sprechen, die einigermaßen gut funktionieren. Sowohl gegen die Todesritter als auch gegen die Werwölfe. Und wir haben einen neuen NPC. Ich hoffe mal, das reicht. Trotzdem würde ich noch ganz gerne hier zur Wassergilde. Ob sie auch noch Säurestrahl haben. Der fehlt nämlich dir auch noch, richtig? Ja. Eisbombe, Leuchtfeuer. Sehr, sehr, sehr wichtig. Eisbombe, weiß ich nicht, wie wichtig, aber wir haben es nicht, also kaufen wir das mal. Giftnebel haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Ja, fertig. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Wobei von den Zaubern wirklich Lloyd Speaking am allerwichtigsten ist. Das demonstrieren wir mal ganz schnell. Stadtportal, Blackshire. So, wir laufen. Also erstmal schlafen wir. Dann laufen wir jetzt in den Wolfsbau rein. Soweit wir können. Töten uns einigermaßen durch. Und dann, wenn wir normalerweise schlafen würden oder panisch rausrennen oder rausporten, dann machen wir ein Leuchtfeuer. Und dann sind wir relativ tief drin im Wolfsbau und können dann jederzeit zu dem Punkt zurückspringen. Jedenfalls für 2, 3 Wochen oder so. Rainer. Kann ja nicht angehen, dass dieser doofe Dungeon uns schon so lange an der Nase herumführt. Was fehlt jetzt noch? Der Zauber, der auch Eile mit drin hat. Also warten wir noch kurz. Haben wir dich eigentlich schon als neuen Quickspell? Nein, haben wir nicht. So. Also, wir haben Schutz. Tag des Schutzes, Tag des... Was sind das eigentlich alles für Dinge? Tag der Götter, Stunde der Kraft fehlt noch. Und da geht's gar nicht lang, sondern hier rum. Ah, ich bin gespannt. Ich habe nicht so wirklich viel Vertrauen darin, dass wir es diesmal schaffen. Weil es sind einfach tierisch viele Gegner. Aber na gut. Du. Achso, da sollte jemand auch noch einen Zauber sprechen, ne? Zing. Du, Inferno. Wusch, du, schon in der Kraft. Weg mit dir, weg mit dir. Und dafür brauchen wir keine Zauberpunkte. Piu, 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 piu. So, weg mit dir. Das war Respawn Nummer 1. So, wo mussten wir jetzt lang? Die eine Seite war eine Sackgasse. Ich glaube, das war die. Also hier rum. Dann kommt gleich wieder ein Geheul und hinter uns spawnen Gegner. Hier rum, darum.
Genau. Gegner spawnen. Ignorieren wir aber. Wir wollen einfach nur weiter. Vor uns spawnen Gegner. Das ist nicht schlimm, die sind nicht stark. Weg, weg. So. Unten haben wir alles geklärt. Geht nur noch hier oben rum. Oh, da ist ein Roter mit bei. Rote müssen sofort weggebrannt werden, weil die können uns instant töten. Wieder eine Falle ausgelöst. Wieder respawnen. Ah, wir preschen vor, wo Engel furchtsam walten. Oh, sehe ich nicht. Gut. Da kommt jetzt der ganz große Raum. Das Problem. Also machen wir hier jetzt ein Leuchtfeuer. Und zwar setzen wir ein Leuchtfeuer dahin. Das heißt, wir können jetzt jederzeit hierhin zurückspringen. Das heißt, wir umgehen diesen ganzen Weg hier hoch. Jetzt aber töten. Rot weg. Kein Zickzack laufen. So. Schnell, schnell, schnell den Roten weg, 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 weg. Bevor wieder Lay umkippt oder so. Okay. Du. Krankheit heilen. Ups. Oh. So. Okay. Erste Ecke sicher. Zwei rote. Keine Zauberrote mehr. Und Playtoad. Genau das meinte ich. Problem. Wir haben nicht genug Zauberpunkte. Du. Krankheit heilen bei ihr. Runterlaufen, runterlaufen, runterlaufen. Hier konnten wir irgendwo schlafen. Ja, hier. Nein. Du, wie viele Zauberpunkte hast du? 5. Wie viel brauchst du für Stadtportal? 20. Okay. Au. Au. Du. Das. Au. Du, zaubern, Stadtportal. Das. Und es ist immer Lay, die als erstes umkippt. Was komisch ist. Aber na gut. Wie viel hast du eigentlich? 267, 252? Also sie ist nicht merkenswert schwächer als die anderen. Aber gut, hör auf rumzugammeln. Oh, minus 27. Ich wollte gerade sagen, hör auf rumzugammeln und regeneriere dich, aber 27 Punkte dauert doch ein bisschen. Also spenden. Dürfen wir unsere Dienste anbieten? Heilen. Du, Krankheit heilen. So, jetzt schlafen wir, buffen wir und laufen dann nicht wieder rein, sondern springen direkt zu dem Sprungpunkt. Und umgehen den ganzen Respawn. Hallo, hereinspaziert bis morgen dann. So, also du machst gar nichts. Du machst Fackellicht, du machst das da. Hufeisen? Nein. Du machst Tag des Schutzes. Ah, Bank. Geschlossen. Ja, können wir jetzt nicht mehr. Okay, sind die ganzen Buffs weg. Aber Bank hört sich gar nicht mal so schlecht an. Und die haben auch alle zu. Gut, du, Stunde der Kraft. Du, Leuchtfeuer, aber diesmal zurückspringen. Und zwar dahin. So, Enter. Weg. 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 Du war Kleinkram. So. Es dürfte eigentlich echt nicht mehr viel sein an Gegnern. Zwei noch raus. Oh, rot.
Weg, 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 weg. Werwolf-Lieder? Heißen die alle so? Ja, ich glaube schon. Weil irgendwo muss hier noch der oberste Wolf sein. Riesenwolf. Oh, ich glaube, das war gerade der Anführer. Wenn die Roten normalerweise Riesenwolf heißen. Ah, okay. Du. Krankheit heilen. Weg, 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 weg. Oh, oh. Hast das? Du heil ganz schnell sie. Und guck mal kurz in euer Inventar, weil da ist die Perle der Verwesung. Sehr gut. Die kam auf jeden Fall von dem obersten Werwolf. Und da hinten sind wieder welche. Okay, das müssen wir umgehen. Beziehungsweise müssen erstmal schlafen. Können wir hier irgendwo schlafen? Ne, hinter der Tür sind bestimmt wieder Werwölfe. Hier vielleicht? In der Ecke versteckt, wie sich das für Helden gehört? Nein, auch nicht. Runter. Runter. Wow, euch habe ich ganz vergessen. Hier schlafen? Hier schlafen. Gut. Du machst immer noch nichts. Du machst Licht, du machst das. Wieder hoch. Ich glaube, wir sollten den Raum hier vorne, den da als nächstes machen. Weil der andere da hinten, da ist wahrscheinlich die Kammer von dem obersten Wolf oder sowas in der Richtung. Aber ich weiß nicht, wie viel da uns noch im Weg steht. Und wenn wir das hier leer räumen, könnten wir in diesem Anfangsbereich schon mal schlafen, was ja ganz schick wäre. Also du, Tag des Schutzes, du, Stunde der Kraft. Tür auf und weglaufen. Da ist jetzt gar nichts drin, oder wie? Ah doch. Ein kleiner Wolf. Bye, bye, kleiner Wolf. Oh. Weg, 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 weg. Erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Kann man nicht plündern. Ganz viele rote und blaue. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, oh, du. Lauf, 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 lauf. Du, Kraftheilung. Ja, so hätte ich das nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, der Raum hinter diesem riesigen Raum, dass da noch ganz viele wären. Und dass das, wo wir jetzt gerade weggelaufen sind, dass da nur so ein paar Werwölfe sind, die irgendeine kleine Seitenkammer bewachen oder sowas in der Richtung. Nee. Na gut, du nochmal Kraftheilung. Töten. Die nisten sich schon wieder im großen Raum ein. Das ist echt... Weg mit euch. So. Also, der Raum. Links rum. Okay. Ich hab's. Gold, 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 Gold. Oh. Zwergenaxt der Flammen. Nee, ich glaube, unsere Axt ist da besser. Aha. Es kann verzaubert Aha. werden, es kann verzaubert Aha. werden, kann verzaubert werden. Und nochmal was drin. Aha. Dämonentöter. Kann weg. Nochmal? Nein. Dazu hätte es wieder voll sein müssen. Also wenn die Dinger ganz voll sind, dann gibt es einfach noch eine zweite Kiste in der Kiste zu sagen. Was haben wir hier? Oh nö. Aber da sind Fässer. Fässer sind toll. Also... Inferno. Trifft sie gar nicht. Inferno. Das kann dauern. Hast du auch irgendwas?
Geht sogar einigermaßen gut. Usch. Eisbomben und Infernos. Das klingt jetzt irgendwie nicht so super passend. Komm schon. Irgendeine Waffe muss doch magisch sein. Nö. Wir haben gleich keine Zauberpunkte mehr. Nicht genug Zauberpunkte. Elektroschock? Nein, warte mal. Funkenflug. Funkenflug sind nämlich inzwischen ganz schön viele Funken, die jeder Schaden machen. Also eine gute Notlösung. Blau. Blau ist für dich. Orange ist für dich. Weiß ist für dich. Rot ist auch mal für dich, weil du es nicht so häufig bekommen hast. Kriegst gleich zweimal. Boah, das lohnt sich ja richtig hier. Käfergeschick. Rot, rot, rot. Jetzt hat sie schon viermal Stärke bekommen. Leer, leer, blau. Leer, leer, leer. Leer, weiß. Noch irgendwelche Geheimgänge hier? Jo. Moment mal. Das sieht aus, als wenn es zu der anderen Seite führen würde von dem Gang. Oh, unser magisches Auge sagt, hier sind Schätze. Naja. 133 Aha. Gold würde ich jetzt nicht wirklich einen Schatz nennen, aber na gut. Aha. Klick. Wir haben irgendwas irgendwo aufgemacht.